Hey Leute, ich bin der Bruga und ihr seht hier Narcosis, ein neues Horrorspiel auf Steam. Ich lese mal kurz den Klappentext. Survival Horror in den Tiefen des Pazifischen Ozeans, wo kein Sonnenstrahl vordringt. Auf dem Meeresgrund mit nur wenig Licht und Werkzeugen bewaffnet, unternimmt ein Industrietaucher verzweifelte Schritte zurück zur Oberfläche, bevor Sauerstoffvorrat und Verstand nachgeben. Hört sich doch an wie ein hervorragender Nährboden, um euch mal wieder anschreien zu können mit der Facecam. Ist das nicht herrlich? Ja, das ist es wohl. Okay, 2019 spielt das Spiel scheinbar. Ja, wir starten einfach mal. Und ich wünsche euch viel Spaß, so wie auch mir. Denn was ich gesehen habe, machte einen sehr guten Eindruck. Hat sehr schöne Bilder und ich hoffe auch sehr beklemmende Atmo. Once in a lifetime. They're breaking new ground, making something meaningful. Mining methane hydrate frozen beneath the seabed. There's alternatives, but none so plentiful. It's clean and safe. I couldn't say no. Sorry about your weekend, but someone had to draw the short straw. We've got a lot of updates to get through, but new suit, same rules. Give me a sec. Okay, instruments. O2. Ah, okay. Flares and thrust. Oh, Jesus. Here, you know the drill. You're stressed. Panicking. Breathing hard. Er hat Scheiße mit Jesus übersetzt. Okay. Sensors tripped. As you know, your O2 burns down a lot faster under stress. Anyway, let's move. Ah, alles klar. Ja, das Spiel ist auch ein VR-Spiel, aber ich kann es nicht mit VR spielen, weil ich nicht die Technik dazu besitze. Noch könnte ich es von der Motion Sickness her. Was geschieht gerade? Ah, okay, das war clever. Jetzt sind wir auf dem Meeresgrund. Also wie gesagt, ohne den Text, den ich jetzt vorgelesen habe, wüssten wir wahrscheinlich gar nicht, was aktuell vor sich geht, hä? Ach, Methan ist das, ja. Gas. Kann ich denn... Ich hab mit Leertaste kann ich thrusten. Super. Aber wahrscheinlich braucht es auch mehr Ausdauerstoff. Oh Gott. Ich wollte es Ausdauer sagen, aber wir haben ja keine Ausdauer. Das ist unser Sauerstoffvorrat. Ich kann sogar so ein bisschen fliegen. Oh, der Sauerstoff ist aber ganz schön. Das geht ganz schön schnell. Aber dann noch hier. Ach, du liebes bisschen. Ich wollte das ja nicht machen. Ich mag das Meer und ich bin auch sehr fasziniert vom Meer. Aber... Oh, das ist genauso... Was ist das denn? Ich kenn die Viecher, aber ich weiß nicht, was sie sind. So eine Art Rochen... Oh, ein Messer. Aha. Also müssen wir auch kämpfen, vermute ich. Das kann ja eiter werden. Auf jeden Fall. Die hat mich gerade so ein bisschen an Soma. Also ich finde solche Unterwasserdinger auch sehr spannend. Es ist auch sehr laut. Ich hoffe, das passt so von meiner Stimme her. Also muss ich halt ein bisschen schreien. Ich verwöhne euch sowieso. Also Headphone-User, wisst ihr Bescheid. Ich finde es ehrlich gesagt aber nicht so geil, weil ich kann nicht sidesteppen. Ich kann nur diese Drehungen. Oh Gott. Ja, ich kann mich nur drehen, in der Tat. Aber ich darüber schweben, komm. Oh, ich sehe nichts. What the fuck? Something's still not. Hold on a sec. I need you to hit thrusters one more time. Whenever you're ready. Ah, das ist immer nur so ein. Ja. Es ist halt immer nur so ein Schub. Ich kann nicht wirklich permanent. All good. Let's try it in reverse. Hä? Ich kann auch rückwärts schub. Oh, guck mal, da kann ich ganz schön an Höhe gewinnen. Fire a couple of flares. Oh, da sind die Flares, hä? Okay. Alles klar. Okay, rechte Maustaste und dann los. Oh, das ist ja nett. Ich
Sie da reinfeuern, oder was? Schau mal da. Okay. Okay. Alright. Ist das Little John, oder was? Okay. Alright. Nav-Sys, check. Thruster, check. Launcher, and check. Let's get out of here. Grab a little sunshine while we can. Little sunshine. Ich find's ja sehr geil. Also der Einstieg ist schon mal sehr, sehr cool. Oh. Wo bin ich denn? Ich weiß. Oha. Es ist voll unheimlich. Ah, nicht nur, dass ich hier unten irgendwo auf dem Boden des Ozeans bin, sondern auch noch das Beklemmende, dass ich weiß, mein Sauerstoff ist halt bald leer. Ja, ich werde wahrscheinlich elendig ersticken. Wobei ich glaube, dass die Kohlenmonoxidvergiftung gar nicht so schlimm ist. Oder Kohlendioxid. Ist ja Kohlendioxid. Also, klar, ersticken, aber man wird irgendwann nur müde und schläft ein, glaube ich. Oder einem wird schwindelig und dann schläft man halt irgendwann ein und das ist nicht geil. Aber, ich glaube, besser als von einem Vieh hier unten gefressen zu werden. Schon wieder sowas jetzt? Uff. Oh, eine kleine Sonne. Welcome back, mein Freund. Da ist ja einer, mein Freund. Hey. You alright? Come on, let's get back to the hat. Ja, ich bin dabei, Kumpel, ich bin dabei. So einen halben Sauerstoff, das ist nicht so cool. Oh. Für mich wäre das wie gesagt nichts. Ich schaue mir gerne sowas an, aber aus sicherer Entfernung. Obwohl ich gerne mal tauchen würde. 10:02, February 2nd. We were 50 miles from the epicenter. But an 8 on the Richter scale makes that kind of distance irrelevant. Okay, wir müssen ein bisschen beeilen. Mein Sauerstoff ist auf 40%, ja. Hold up, something's off. You seeing this? Oh, Kacke. Oh, was ist das? Ich glaube, Cthulhu erwacht gerade. The shockwaves hit 6 minutes later, striking the south face of the hab first and hardest. 27 minutes in, with that kind of concussive force, even the sealed modules were compromised. After that came the ocean. By 10:33, only safe havens in a sub or one of the suits. Ich find's ja schon ein bisschen geil gerade, ja. Doch, ziemlich geil. Ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt, was den Horror hier ausmacht. Vielleicht irgendwelche Monster oder... Oh Gott, mein Sauerstoff. 30%. Das ist furchtbar. So, willkommen im Spiel. Was sind das für Tanks hier? Die sind komplett gefroren. Was steht da auf Methan? Ja, so komprimiertes Gas. Ich, ist halt ziemlich kalt, ne? Oh, fuck. Nein! Was? Was zum Geier? Mal ein bisschen Methan atmen. Oh! Oh! Alter! Oh Gott, mit Sauerstoff. Kinder! Was? Sauerstoff und ID-Bergen. Vielen. Ah, ey, was? Datenbank? Oh, guck mal, da hat sogar ein Bild von ihm. Fallon, Russell, Andrew. Russ war hier und dann war er plötzlich weg. Und eigentlich hätte es mich an seiner Stelle treffen sollen. Ich arbeite eigentlich präzise und ich hätte das Protokoll befolgt, wenn er nicht so verdammt viel Angst davor gehabt hätte, nicht mehr zurückkehren zu können. Okay, na gut, beruhig dich wieder. Du gehst zu streng mit dir ins Gericht. Schau einfach weg. Man kann ihm ohnehin nicht mehr helfen.
Tut mir leid, mein französischer Bruder, aber ich muss unbedingt zurück zu Kompass I oder Kompass 1. Ich muss herausfinden, was zur Hölle passiert ist und Hilfe holen, um euch alle nach Hause zu bringen. JB, Isra und die anderen. Ich hoffe, euch geht es gut. Oh, 82er Jahrgang, der ist sogar jünger als ich. Was? Der soll jünger sein als ich? Okay. Oh, guck mal, wie viel es noch gibt. Oh, das ist ja cool. Haben sich die Entwickler ja selbst verewigt, oder wie? Naja, ich schätze mal nicht, dass da viele von leben, wenn wir sie finden. Aber gut. Wahrscheinlich ist das ja hier... Eis. Wahrscheinlich ist es ja die Absicht, dass wir so ein bisschen... dass das uns Bammel machen wird, ne? Ich mach ein bisschen Schub hier. Ding. Ja, komm, ich schieß mal der Flair. Puff. Ja, der Sauerstoff. Das wird wahrscheinlich unser ewiger Begleiter sein, diese Anzeige, ne? Sauerstoff niedrig. Oh, es ist so unangenehm. Ich wollte gerade sagen, haben wir eine Kaffeemaschine? Würde ich auch nicht nein sagen. Kaffee in den Anzug. Oh, schön. Schön. Das ist schön. Erstmal Sauerstoff voll. Kann ich hier? Nee. Ey, was war das denn? Fisch. Ja, wahrscheinlich gibt es hier noch schlimmere Sachen als Fische. Seestern. Ein Seestern. Ich habe keine Ahnung, wo ich lang muss. Aber wahrscheinlich nicht hier unten, hä? Oh, wow, es ist unheimlich. Ja, Angelfisch. Na komm. Der Thruster ist cool. Da kann ich echt viel schneller voran. Ich gehe erstmal da oben hin, wo dieser kleine Abgrund, diese kleine Lücke war. Hier. Da ist bestimmt auch noch was. Ah, fishy. Oh nein! Oh, bloß nicht runterfallen. Nee. Das ist doch nichts. Hey. Der Thruster ist schon nett. Schon ein bisschen heftig, wie schnell man den Sauerstoff verbraucht. Ich meine, sind die Anzüge nicht für längere Spaziergänge unter Wasser gemacht? Ich bin jetzt gar nicht so vor, als könnten die lange. Aber mich stört so ein bisschen immer noch, dass ich mich nur drehe mit der seitlichen. Also. Okay, das ist nur eine Krabbspinne. Oh, ich weiß, dass ich jetzt richtig Angst hätte. So ein bisschen eklig ist es ja schon. Was? Oh fuck. Geht auch wieder zurück. Sorry, ich bin gerade ein Schisser hier. Okay, aber es sieht echt, echt geil aus irgendwie. Es ist sehr, sehr cool. Ja, also die Absicht ist auch dahinter, dass ich mich echt umsehen kann oder mich an und umzudrehen. Aber ich fände es ein bisschen anstrengend auch. Dass man sich halt hier so umgucken kann. Also mit VR, ich würde schon kotzen. Im Strahl, du. Ich würde schon hier, ich würde schon Bröckchen lachen wahrscheinlich permanent. Naja. Die sehen vielleicht aus, die Viecher. Also... Ich habe auch schon Dokus gesehen, wie die Ungeheuer, kann man fast sagen, wie die Fische hier auf dem Meeresboden aussehen. Das sind schon ganz schöne Freaks. Das sind echt ganz schöne Freaks. Kann man sich kaum vorstellen. Kann ich eigentlich auch der Vollständigkeit halber alles sammeln? Oder treffe ich die Leute hier sowieso, die Toten? Meine Kollegen? Oh, was ist denn jetzt los? Warum hast du dich... Hat sich eben einfach mal spontan dazu entschieden, sich im Kreis zu drehen, wie blöde. Was auch immer. Bin ich hier rüber?
Oh! Nein! Nein! Ich will im Methantunnel schwimmen gehen. Nein. Oh, diese Geräusche, dieser Krach. Den ganzen Tag nur Krach hier unten. Check your gear, trust your training. It's one of the first things you learn. But the second they fail, you fall back on what you know best. For me, it's the list. This time, what? It wrote itself. Keep breathing, find others, and get the hell out. Ah, dieses. Ii, was ist das? Ah, ist da was in meinem Helm? Alter, das wäre jetzt das Allerschlimmste, wenn was im Helm steckt. Hallo? Meine Krabspinne. Hallo? Ah, stell ich das mal vor. Ihr seid hier unter Wasser, könnt nichts machen und habt was im Helm. Es krabbelt auf euch rum. Hey, Spideys, ne? Na, die sind harmlos, die machen nichts. Ich will's essen. Wenn es mir in die Richtung vom Mund kommt, würde ich draufbeißen. Weg ist es. Ich glaube, ich mache mich nächstes Mal noch ein bisschen transparenter, dass ihr auch den Sauerstoff richtig seht. Oh, der Stuhl. Kann mich auch so hinsetzen. Nein, das wäre Schwachsinn. Also es geht nicht anders. Der Sauerstoff ist leider ein bisschen verdeckt, aber das ist ja jetzt nicht so wild. Ich kann ja noch so drauf gucken. Ist ja nicht euer Problem. Ihr seid ja nicht hier unten und sterbt. Ich jetzt übrigens auch nicht, aber... Erhöhte Sauerstoffaufnahme. Oh, da kommt die Mutti. Okay. Ich weiß noch nicht, ob die was von mir will. Hau ab. Ah. Ah. Die Beine der Spinnenkrabber können mühelos das Titaniumgerüst durchdringen. Ach, na dann. Das ist ja gut. Vielleicht dann machen, soll ich einfach ausweichen, oder? Oh Gott, die sind überall, die Viecher. Komm, ich geh dir mal aus dem Weg, Mutti. Lass dich mal durch. Mühelos, ja. Jetzt müsst ihr euch mal reintun. Lieber nicht anlegen mit den Teilen. Oh. Unter dem Meer. Unter dem Meer. Ah, das ist Strömung. Liegen die Nerven manchmal blank. Spinnenkram machen mich krank. Unter dem Meer, unter dem Meer. Oh, das war's. Okay. Ja, es ist schön. Es ist so schön. Wahrscheinlich wird das nur der Anfang gewesen sein. Ich glaube nicht, dass wir uns das ganze Spiel über mit Spinnenkrabben rumschlagen dürfen. Nein, nein. Ach, Schritt für Schritt. Bomb. Ja, ich weiß es. Ich hab die ganze Zeit ein Auge drauf. Keine Sorge. Oh, da unten. Huch. Oh, was ist denn da? Flares. Das sind Flares, nicht wahr? Ja, super. Ich hab wieder 10 Flares. Flares. Oh, wunderbar. Kannst du nicht so einen unter den Arm klemmen für zwischendurch oder so? Ich würde das ja machen.
Sag mal. Ich finde das voll faszinierend. Aber ich habe ehrlich gesagt auch noch nie was von aggressiven Spinnenkrabben gehört. Oh. Lieg, Papillon. Das reicht aber auch genau. When it's all bearing down on so many levels, it's gotta be managed. You can't shake the pressure. Just make your peace with it. Don't let it take the wheel. Hast du wohl recht. What the fuck? Bin ich das? Sind das meine Schritte? Ich weiß es nicht. Nee, hört sich nicht danach an. Das sind nicht meine Schritte. Kommt irgendwo anders her. Nee. Oh Gott. Oh nein. Oh. Schnell. Oh nein. Schnell. Ich will nicht weiter runterstürzen. Am Ende, der Anzug hält das nicht aus, so. Ich weiß es. Oh. Was wackelt denn jetzt alles? Da fallen wieder Felsen runter. Oh, ja. Genau, ich muss mal ein bisschen auf die Zeit gucken, ne? Oh! Habe ich das? Na komm, das sollte ich doch schaffen. Oh! Oh! Mach schon! Nein! Ah, oh, was ist das? Hä? Oh nein! Ich will nicht versinken. Ah! Rapider Sturz! Das wäre ja auch mein Albtraum, ne? Ah, ich glaube, ich weiß gar nicht, wovor ich am meisten Angst hätte. Ich glaube aber nicht, es wäre ertrinken oder... Es wäre eher das Wissen, dass ich hier unten für immer gefangen bin. Bei mir wäre das nicht absaufen. Bei mir wäre das wirklich die Erkenntnis, dass ich hier nie wieder wegkomme. Den Rest meines Lebens hier verbringen muss mit den Geräuschen. Jeden Tag diese Geräusche. Leute! Es reicht für den Part. Ich danke euch fürs Zusehen. Ich glaube, das genügt. Ja, das wird noch weitergehen. Das war noch nicht alles. Ich danke euch fürs Zusehen. Danke für die Bewertungen. Ja, was denkt ihr von dem Spiel? Habt ihr da auch, so wie ich, jetzt ein gutes Gefühl bei? Und mit gut meine ich ein schlechtes, wenn ihr da zuseht oder selber spielt wahrscheinlich. Würde mich mal interessieren. Ich sage bis zum nächsten Mal mit Narcosis. Kommt täglich jetzt um 18 Uhr. Tschüss.